Für Uhrmacher ist es aber keine einfache Zeit. Jeder Backofen, jedes Auto, jeder Computer hat eine Uhr. Und für unterwegs reichen den meisten ihre Handys, um zu wissen, wie spät es ist. Eine Armbanduhr ist für viele heute nur noch Schmuck. Vor allem aus den Wohnzimmern sind die alten Wanduhren fast ganz verschwunden. Steffen Cornel ist trotzdem glücklich mit seinem Job und heute bei uns in der Landesschau. Herzlich willkommen, hallo. Hallo. Sie haben eine Nische gefunden und das sind die mechanischen Uhren. Geben Sie mir mal schnell einen Hinweis auf die mechanischen Uhren. Was funktioniert bei denen anders als bei allen anderen Uhren? Mechanische Uhren funktionieren ohne Strom, ohne Batterie, sondern sind ganz mechanisch angetrieben. Wir haben hier vorne eine auch. Da werden wir gleich drüber sprechen. Aber bevor wir auf dieses gute Stück beispielsweise gehen, stimmt die Uhrzeit? Sie haben gerade eben noch gestellt, ne? Wie viel Uhr ist es? Ah, passt. Machen wir gemeinsam mit Andreas Jakob einen Rundgang mal in der Werkstatt von Steffen Cornel hier in Stuttgart. Dass diese Uhren noch ticken, ist keine Selbstverständlichkeit. Sondern das Werk von Uhrmachermeister Steffen Cornel. Seit über 15 Jahren erweckt er alte Uhren aus dem Dornröschenschlaf. Eine Puzzlearbeit, für die er ruhige Hände braucht und viel Geduld. Ihn fasziniert die alte Mechanik und die Geschichte, die eine Uhr erzählt. Über ihren Besitzer und die Zeit, in der sie entstanden ist. Jede Uhr ein Zeitzeuge. In diesem Holzkasten versteckt sich ein Seechronometer. Auf hoher See zeigt es zuverlässig die Zeit an, trotz der Schwankungen auf dem Boot. Steffen Cornel bei der Feinjustierung. Etwa 40 Jahre alt ist das Seechronometer, ein russisches Fabrikat. Mit russischen Uhren hat Steffen Cornel häufiger zu tun, denn einmal im Jahr fliegt der Uhrmachermeister nach St. Petersburg, um auch dort alte Uhren zu reparieren. Das schaut aus, als sei es eine sehr poetische Arbeit, der Sie da nachgehen. Aber warum nach St. Petersburg? Haben die keine eigenen Uhrenmacher, die die Uhren des Zaren stellen, reparieren, wenn es mal klemmt? Sie werden lachen, aber das war damals die Aussage auf die Nachfrage, warum die Uhren in dem Museum stehen. Mhm. Und so sind wir ins Gespräch gekommen, Uhrmacher, Meister, Kollegen aus ganz Deutschland. Und so ist auch eine Zusammenarbeit entstanden. Jetzt gehen Sie da einmal im Jahr hin für zwei Wochen. Heißt das, die Uhren werden aufgezogen und laufen dann ein Jahr? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Warum der jährliche Besuch? Nein, die Uhren müssen regelmäßig aufgezogen werden, meistens einmal die Woche. Mhm. Und es werden nach und nach mehr und mehr Uhren repariert. Nicht immer die gleichen, sondern so ein Museum hat einen unglaublichen Schatz an Uhren, an Bildern, an Kunstgegenständen, Skulpturen, Möbeln. Und wir konzentrieren uns dort auf die Uhren. Neudeutsch würde man sagen, das ist eine Win-Win-Situation. Sie haben eine tolle Arbeit und die Petersburger haben tolle Uhrenmacher. Sie machen das ehrenamtlich, also dafür gibt es nichts an Geld. Ist es der reine Spaß an der Sache? Was fasziniert Sie daran so besonders an dieser Arbeit? Ja, diese Arbeit ist ehrenamtlich und die Faszination ist einfach diese antiken Uhren, diese historischen Uhren, die Geschichte, die dahinter steckt, die da drin steckt. Und natürlich auch einfach die Chance, einen Blick hinter die Kulissen von Museen zu gelangen und dort einfach auch ein Stück weit Weiterbildung zu betreiben für sich selber. Was natürlich ein schöner Nebeneffekt ist, ist, St. Petersburg ist ja auch nicht die hässlichste Stadt. Ganz Sie genau. haben uns ein paar Fotos mitgebracht, beispielsweise von Ihrer Werkstatt dort. Schauen wir mal an, das ist die Unterkunft, glaube ich, von außen. Genau, das ist das Gebäude der Unterkunft. Ja. Ist sie von innen auch so herrschaftlich, wie es von außen aussieht? Nicht ganz. Nicht ganz. Okay, dann bleiben wir draußen, schauen Sie uns von außen an. Dann haben wir noch auch ein Foto von Ihrer Werkstatt. Dort von außen, das sieht auch eigentlich aus wie ein Palais, wenn wir uns das mal anschauen. Ja, wunderbar. Also wie ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und dann auch innen drin eben die Arbeit mit den Kollegen. Zu wie viel sind Sie da? An wie vielen Uhren arbeiten Sie? Das ist ganz unterschiedlich. Wir sind unterschiedlich große Gruppen. Wir haben dort in Summe 8 Arbeitsplätze eingerichtet über die Jahre. Und fest eingerichtete Arbeitsplätze. Das Werkzeug, die Maschinen, die haben wir über die Jahre selber mitgebracht. Ja. Auch Ersatzteile, die man so braucht. Und alles andere, also der Raum an sich, ist uns eben zur Verfügung gestellt, dort auf dem Schlossgelände, auf dem
Parkgelände. Was auch eine Spezialität von Ihnen ist, das Werkzeug und die, ich sag's mal so, Ersatzteile, die gibt es ja nicht im Baumarkt um die Ecke, wahrscheinlich auch nicht im Uhrenfachgeschäft. Nicht mal da, nein. Sie müssen jedes kleine Teil selber herstellen. Ganz genau. Also wenn Sie sich vorstellen, eine Uhr, die 200, 250 Jahre alt ist, zu der Zeit waren noch nicht mal Gewinde normiert, sondern man muss dann schauen, was fehlt denn in der Uhr, was ist das Gegenstück, wie ist die Funktion und muss es dementsprechend dann anfertigen. Und auf diese kleinteilige Arbeit, wo auch die Hände wieder ganz wichtig sind, schauen wir mal drauf. Also das Selbstanfertigen dieser Einzelteile, die es auf der ganzen Welt einfach sonst nicht so gibt. Nicht für jede alte Uhr gibt es noch Ersatzteile. Steffen Cornel muss eine neue Welle herstellen. Nicht länger als 5 mm darf sie werden. Ohne Lupe ist das nicht möglich. Zwischen 3000 und 5000 alten Uhren hat er schätzungsweise schon repariert. Seine Lieblingsuhr aber ist kein Oldtimer. Und trotzdem etwas ganz Besonderes. Sie trägt seinen Namen. Eine Präzisionspendeluhr, selbst gebaut. Einst die Königin unter den Uhren. Besonders an der Uhr ist, Herr Cornel, dass Sie sie gebaut haben. Aber was ist aus Uhrmachersicht, oder vielleicht können Sie es mir auch vermitteln als Laien, das Besondere an dieser Uhr, an dieser Königin unter den Uhren? Das Besondere an dieser Uhr ist die Präzision. Mich hat es damals in der Ausbildung sehr fasziniert. Es ist eine Art von Uhren, wie sie vor 100 Jahren in Sternwarten hing, um die Zeit zu bewahren, die eben aus den Sternen sozusagen abgenommen wurde. Ja. Und dann an öffentliche Orte wie die Rathausuhr und so weiter weitergegeben wurde. Das sind Uhren, die haben die Zeit bewahrt sozusagen über mehrere Wochen und Jahre, weil sie besonders präzise und genau sind. Eine Sekunde ist eine Sekunde. Und wenn eine Uhr auf die Sekunde genau geht, dann ist sie doch präzise, oder nicht? Das ist richtig. Aber wenn sie an einem Tag eine Sekunde falsch geht, dann ist es im Monat 30 Sekunden. Und in einem Jahr ist es dann nicht mehr genau. Ist das bei vielen Uhren so, dass die plus minus mal eine Sekunde in die eine oder in die andere Richtung gehen? Bei vielen Uhren ist es so, ja. Und wenn Sie sich vorstellen, wie ein Flughafen heute funktioniert, wie die Schifffahrt heute funktioniert, da kann man nicht mehr auf unpräzise Uhren verzichten. Deswegen eben die Atomuhr, die das übernommen hat. In Braunschweig steht zum Beispiel eine, die heutzutage alle unsere Uhren, die wir haben, am Handy, am Fernseher und so weiter speist, Funkuhren. Deswegen werde ich manchmal mit der Sendung nicht ganz fertig, weil einmal geht die Uhr eine Sekunde vor, einmal zurück und das summiert sich bis wahrscheinlich bei 60 Minuten. Sie haben uns ein schönes Stück hier vorne mitgebracht. Das darf ich verraten, haben Sie vorhin auch, zumindest mit weißen Handschuhen, ich weiß nicht, ob Samthandschuhe waren, dahingestellt. Was ist das Besondere an diesem Exemplar? Das Besondere an diesem Exemplar ist, dass es auch rein mechanisch ist, also keine Batterie hat und so weiter. Und es auch keine Möglichkeit gibt, diese Uhr aufzuziehen und sie aber trotzdem läuft. Die Uhr zieht sich selber auf, während sie da steht. Aber gestellt haben Sie sie? Gestellt habe ich sie, genau. Ausgehend von der Uhr, die Sie am Arm haben? Ganz genau. Die geht richtig? Die geht richtig. Auf die Sekunde? Ja. Das ist auch ein nächstes Ziel von Ihnen, wirklich eigene Uhren herzustellen? Genau. Was wird das Besondere dann an diesen Uhren sein? Das Besondere an diesen Uhren ist die Handarbeit, die nachvollziehbar ist, die greifbar ist. Das ist auch das Schöne an Mechanik eigentlich. Im Vergleich zu einem Handy oder einem Bordcomputer, einem Auto, weiß man nicht mehr, was der dann im Einzelnen macht. In einer mechanischen Uhr kann man das beobachten, mit eigenen Augen sehen, was passiert. Das eine Zahnrad greift in das andere. Und das Besondere an diesen Uhren wird sein, dass sie auf der einen Seite sehr präzise sein werden. Ja. Das ist aber eine Grundvoraussetzung. Niemand will eine ungenaue Uhr heutzutage. Ja, gehe ich jetzt mal von aus. Das heißt, das ist Grundvoraussetzung. Und man kann aber aufgrund von dem Blick zum Beispiel durch einen Glasboden in die Mechanik reinschauen und sehen, was da passiert, wie das funktioniert. Das ist dann alles Handarbeit und auch die einzelnen Teile wahrscheinlich von Ihnen Handarbeit. Ja. Dann muss ich es jetzt sagen, weil es gibt, ich weiß, viele Menschen, die, das ist meistens auch so ein Männerding, auf tolle Uhren, auf tolle Armbanduhren stehen. Was kostet dann am Ende so ein Unikat? Den Preis gibt es leider noch nicht. Im Moment ist es gerade noch Prototypenphase sozusagen. Haben Sie eine Fantasie? Fantasie habe ich natürlich ganz viele. Ja. Sagen Sie mal, so in etwa, ich weiß es nicht. Das kann ich leider noch nicht sagen. Ein paar Tausender sind da fällig für so eine Uhr. Ja, die Handarbeit, die da drin steckt, die Stunden, die da drin stecken, ja. Wie viel, dass wir das noch relativieren dann? Stunden steckt drin in so einer Arbeit?
Oh, da muss er lange rechnen. Ja, hat er noch nie gerechnet. Einiges an Zeit. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie heute bei uns waren. Ich versuche mal pünktlich fertig zu werden heute mit der Sendung. Mal gucken, ob es gelingt. Wir können nach der Sendung dann nochmal einen Uhrenvergleich haben. Um 45 müsste das in etwa sein. Okay. Vielen Dank, Herr Cornel, für den Besuch bei uns in der Landesschau.